Hey Leute und ja, willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute ein wenig über das neueste, in Anführungszeichen, Update reden möchte, welches Nintendo vor einigen Tagen für New Horizons recht überraschend veröffentlicht hat. Was es genau mit dem Update auf sich hat und was es für die Zukunft von New Horizons bedeuten könnte und was meine Einschätzung dazu ist, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyroids und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mich noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. New Horizons hat vor einigen Tagen, wie bereits erwähnt, nach Monaten mal wieder ein Update spendiert bekommen, bei welchem es sich um die Version 2.0.6 handelt und genauer gesagt, tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, das erste Update in diesem Jahr gewesen ist. Der Inhalt des Updates war, wie ich auch schon in einem meiner Short-Videos erzählt habe, mehr als überschaubar, da laut den offiziellen Patch-Notes lediglich mehrere Probleme behoben worden sind, um das zukünftige Spielerlebnis zu verbessern. Aber was genau meint Nintendo damit? Und ist dieses Update nun ein Zeichen dafür, dass wir auch in Zukunft mit weiteren Updates rechnen können? Nun, laut dem Dataminer Oatmeal Domme wurden einige Sicherheitslücken im Code des Spiels gefixt, welche angeblich zuvor ermöglicht hätten, dass potenzielle Angreifer oder besser gesagt Hacker das Spiel zum Absturz hätten bringen können. Zusätzlich wurde eine Sicherheitslücke gefixt, welche es zuvor ermöglicht hat, bösartigen Code ins Spiel zu integrieren und ja, dies ist nun dank dem Patch auch nicht mehr möglich. By the way, wurde dieses Sicherheitsupdate nicht nur für New Horizons veröffentlicht, sondern auch für Splatoon 2, ARMS und Super Mario Maker 2. Und ja, grundsätzlich ist es natürlich mega gut, dass Nintendo weiterhin mehr oder weniger Support für New Horizons in Form von Sicherheitsupdates liefert, vor allem da es ja scheinbar nicht nur eine Sicherheitslücke gegeben hat. Aber bedeutet das nun, dass wir zusätzlich auch in Zukunft nun wieder mit so richtigen Content-Updates rechnen können? Ehrlicherweise glaube ich das nicht so wirklich. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass dieses Sicherheitsupdate nun der Startschuss für neue Content-Updates gewesen ist. Einfach aus dem Grund, da Nintendo ja bereits ganz offiziell gesagt hat, dass keine neuen kostenlosen Content-Updates mehr kommen werden. Dennoch halte ich es aber für die Zukunft durchaus für möglich, und das habe ich ja auch schon in mehreren älteren Videos angesprochen, dass wir eventuell noch ein Multiplayer-DLC bekommen könnten. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass Nintendo sowas bei einem Animal Crossing-Spiel machen würde, da sie beispielsweise 4 Jahre nach dem Release von Animal Crossing New Leaf mit dem Welcome Amiibo-Update ebenfalls ein größeres Update nach langer Zeit geliefert hatten. Aber ja, so viel zum vor kurzem erschienenen Sicherheitsupdate für New Horizons. Schreibt mir gerne eure Meinung oder auch Einschätzung zum Update in die Comments. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Infovideo ein klein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 72,7% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.